Hallo Leute, heute kommt wieder ein neues Video von mir und in diesem Video werde ich euch alles über Basketball und Sport im Allgemeinen hier in Amerika erzählen. Wie ich euch ja schon in meinen anderen Videos erzählt habe, spielen die Amerikaner Sport saisonweise. Also die haben Herbst-, Winter- und Frühlingssaison und im Sommer haben sie ja keine Schule. Und so gesehen kann man halt mehrere Sportarten durchs ganze Jahr spielen. Also die einen spielen Football, Basketball und Baseball, die anderen spielen Volleyball, Basketball und Fußball oder so. Kommt halt immer drauf an, was man halt machen möchte und was halt, welche Sportart in welcher Saison ist. An meiner Schule für die Mädchen ist das so, dass im Herbst Volleyball und Softball angeboten wird, im Winter nur Basketball und im Frühling dann Soccer und Track and Field, also Leichtathletik. Und ich wollte, als ich hier ankam, gerne Volleyball spielen, weil in Deutschland mir das immer am meisten Spaß gemacht hat in Sport und ich halt gerne Sport machen wollte. Allerdings war ich zu spät dran für die Saison, weil die schon im Sommer angefangen haben zu trainieren und ich ja dann erst zum Schuljahresanfang herkam und deswegen durfte ich leider nicht mehr mitmachen. Aber ich habe dann beschlossen, im Winter Basketball zu spielen, weil ich halt gerne einen Sport machen wollte und ich dachte mir, warum nicht, kannst du es ja einfach mal ausprobieren. Du kannst halt immer, wenn es dir nicht gefällt, kannst du halt auch immer aufhören. Wird zwar nicht so gern gesehen, aber ja. Also, ich glaube, die Saison hat im Oktober, Mitte Oktober ungefähr angefangen. Ich muss sagen, mir macht es Spaß. Ich bin leider nicht wirklich gut, weil, also verglichen mit den anderen, weil die halt spielen, seit sie, weiß ich, 5 Jahre alt sind oder so. Und dementsprechend gut sind sie halt. Und dann komme ich mit meinem Schulbasketball aus Deutschland und ja. Aber ich versuche mein Bestes. Ich will halt einfach Sport machen und ich will auch nicht abbrechen. Ich habe schon ein-, zweimal drüber nachgedacht, abzubrechen, weil es halt echt hart ist und viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber auf der anderen Seite macht es mir Spaß und ich überlege dann immer, warum hast du überhaupt angefangen? Und deswegen habe ich bisher noch nicht abgebrochen. Auf jeden Fall hatten wir die ersten paar Wochen immer morgens von 8 bis 9 Training und dann nachmittags von 4:30 bis 5:30. Weil die Jungs halt noch Football gespielt haben und deswegen das Gym nicht gebraucht haben. Deswegen konnten wir nachmittags auch trainieren. Und das heißt, ich hatte jeden Tag 3 Stunden lang Training. Ja. Anfang November haben die Jungs dann aber ihr letztes Footballspiel gehabt und dann haben die angefangen, Basketball zu trainieren. Und haben dann nachmittags das Gym gebracht und deswegen haben wir dann unser Training nach morgens verlegt. Und zwar von 7 bis 9. Morgens. 7 bis 9. Ja. Es ist hart, jeden Morgen so früh aufzustehen, aber da jetzt auch die Spiele angefangen haben, haben wir meistens nur noch von 8 bis 9 Training, weil wenn wir Spiele haben, dann kommen wir abends immer spät nach Hause und oder müssen halt abends lange aufbleiben. Deswegen will unser Coach nicht, dass wir so müde sind. Deswegen haben wir nur von 8 bis 9 Training, was halt völlig okay ist, weil die Schule ja sowieso um 8.15 Uhr anfangen würde. Deswegen macht das keinen großen Unterschied. Und ja, wir hatten jetzt schon 4 Spiele und eins haben wir verloren, 3 haben wir gewonnen. Also liegen wir ganz gut drin, würde ich sagen. Und am Anfang waren wir überhaupt kein Team. Also es war wirklich random people, die zusammenspielen. Es wird so langsam ein bisschen besser mit der Zeit. Wir sind immer noch kein wirkliches Team, aber die Leute spielen besser, wenn ihr versteht, was ich meine. So, und jetzt zu mir. Ich spiele nicht. Ich trainiere zwar mit, aber ich spiele noch nicht Varsity. Bei uns gibt es quasi 3 Teams, also Varsity, das sind die Besten. Dann Junior Varsity, das sind die, die noch nicht so gut sind, da bin ich drin. Und dann gibt es Freshman Team, also 9-Klass-Team, weil wir so viele Freshmen haben. Und die haben dann ihre eigenen Spiele, aber die spielen auch in Varsity und Junior Varsity. Es ist kompliziert.
Und bis mir es jemand erklärt hat, habe ich da selbst nicht wirklich durchgeblickt. Das Problem war, dass irgendwie unser Coach erwartet hat, dass wir, also ich und meine Gastschwester, wir aus anderen Ländern kommen, dass wir das trotzdem dann, ohne dass uns das jemand erklärt, versteht. Da war ich ein bisschen mad, sauer, bisschen. Auf jeden Fall spielen wir halt nicht im Varsity-Team, aber wir gehen halt trotzdem hin und feuern unsere Mannschaft an. Ich erwarte nicht, dass ich je Varsity spielen werde, weil ich bin einfach nicht gut genug und ich habe auch nicht so die Leidenschaft dafür, würde ich sagen. Was ich aber auch nicht schlimm finde, weil ich habe angefangen, weil ich Sport machen wollte und einfach die Erfahrung von dem Team haben wollte und nicht, um wirklich zu spielen und richtig gut zu sein, weil meine Leidenschaft ist Tanzen und wenn ich nach Hause zurückgehe, werde ich wahrscheinlich nie wieder Basketball oder irgendwas spielen und deswegen ist das völlig okay für mich. Es ist immer so, dass die Mädchen zuerst spielen und dann spielen die Jungs. Und die letzten drei Spiele, die wir hatten letzte Woche, also Dienstag, Donnerstag und Freitag, hatten wir immer Doppelsiege. Also die Mädchen haben gewonnen und die Jungs haben gewonnen. Und das war, also ich kann euch nicht sagen, was für eine geile Stimmung das war. Am Donnerstag haben die Jungs 40 zu 81 gewonnen. Falls ihr noch Fragen habt dazu, dann könnt ihr sie mir gerne in den Kommentaren stellen und ich werde sie beantworten. Und ja. Es ist jetzt Weihnachtszeit und ich habe bald Geburtstag. Und ich habe in. Heute ist Sonntag, ich habe Freitag Geburtstag. Ich werde 17. Yay! Dazu kommt dann auch noch ein Video. Und. Joa, Weihnachten steht quasi vor der Tür und es ist eine schöne Zeit. Es ist auch eine traurige Zeit für Austauschschüler, mehr oder weniger. Ich bin wirklich froh, dass ich Weihnachten hier verbringen kann, dass ich die Erfahrung machen kann hier, aber ich vermisse halt auch meine Familie. Aber nächstes Jahr habe ich sie ja wieder. Es ist einfach so ein Hin und Her mit den Gefühlen. Ich würde mal sagen, das war's jetzt und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!